liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir wirklich aus dem Garten auf den Tisch. Eine junge Kartoffel haben wir ein bisschen rausgenommen und Spitzkohl. Beides aus unserer Garten. Und Tomate ist ja auch schon aus unserer Garten. Und habe heute zum Mittagessen uns was Leckeres gemacht. Die jüngere Kartoffel und Spitzkohl. Bisschen mit Sahne abgeschmeckt. Zum Mittagessen. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich zeige euch Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Gestern habe ich ein bisschen Kartoffel rausgenommen und jetzt habe ich die kleinste so einfach mit der Bürste geschrubbt und werde erstmal die bisschen vorkochen. Aber vorkochen werden wir die nicht, dass die so gar werden, sondern so kann man sagen, so halb gar. So, machen wir jetzt in den Töpfchen rein. Gebe jetzt sauberes Wasser rein. Salz. Und lasse erstmal vorkochen. Zu den Kartoffeln werde ich noch Weißkohl servieren. Das ist so ein Spitzkohl aus meinem Garten, ziemlich so ein kleiner, niedlicher Kopf. Aber es sind hier 400 Gramm und das wird für uns beide voll ausreichen. Wir werden den Kohl jetzt grob schneiden und Zwiebel und Knoblauch fein schneiden. Was wir noch dazu brauchen zum Braten, ist ein bisschen Zucker. In meinem Fall nehme ich die braune Zucker. Paprika edelsüß, ein paar Tomatchen oder kann man sogar ein bisschen von der Paprika abschneiden, wenn die Reste sind. Ein bisschen so für die Augen, dass bunt ist. Und ein bisschen Sahne. Auch noch Gemüsebrühe brauchen wir. Gemüsebrühe habe ich einfach mit meinem getrockneten Gemüse und heißem Wasser angerührt. Stellen wir an die Seite. Erstmal schneide ich den Kohl. Wir müssen wirklich nicht unbedingt fein schneiden. Sogar grob ist besser. Und dann so. Fertig. So fast wie so Raute. So, und den Kohl habe ich jetzt geschnippelt. Und jetzt noch den Zwiebel klein schneiden. Und den Knoblauch. So, fertig. Aber bevor wir an den Herd gehen, werden wir noch unsere vorgekochte Kartoffel, er ist noch etwas fest, können wir ein bisschen würzen. Ich gebe ein bisschen Olivenöl und diese Gemüsekräuter dazu. Bisschen auch Paprika, Blütenzauber, Salz und hier sind auch alle Gewürze, auch Rosmarin. Werde das ein bisschen umrühren und gebe das alles in meine Heißluftfritteuse bei so 180 Grad, vielleicht so auch für 10 Minuten oder knappe 10 Minuten. Muss man mal reinschauen und schauen, wie knusprig wollt ihr das haben. Gebe eine hier wie eine Auflaufform rein und rein damit. Und wir gehen jetzt ans Herd und machen wir unsere Kohl fertig. Stellen wir die Pfanne auf den Herd und geben wir da ein bisschen Öl. So, wenn das Öl wird heiß, dann können wir schon Zwiebeln und Knoblauch zusammen reingeben und werden die ein bisschen so einschwitzen. Wenn nur ein bisschen so leichter Rostaroma kommt, dann können wir schon den Paprika und den Zucker reingeben und die Hitze ein bisschen runterschalten. Ganz kurz karamellisieren lassen. So, geben wir jetzt die Gemüsebrühe rein. Lassen wir das aufkochen
Und können wir schon auch den Kohl reinmachen. Ganz kurz mit dem Deckel zumachen und so ein paar Minuten köcheln lassen, dass den Kohl zusammenfällt. Und danach müssen wir dann den Deckel abmachen, dass es ein bisschen Soße sich verkocht. So, nach ein paar Minuten habe ich den Deckel abgemacht und den Herd etwas stärker gestellt, dass es ein bisschen Flüssigkeit wird verdampft. Und jetzt gebe ich auch Sahne dazu. Es kann man auch ein bisschen andecken, wenn man mag, oder lässt es einkochen. Die kleinen Tomatchen habe ich klein geschnitten. Alles kurz umrühren, probieren, abschmecken und da kann man schon am Tisch servieren. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen mit Speisestärke andicken. Ich habe mir jetzt ein ganz bisschen hier Speisestärke angerührt und gebe dazu, dass man ein bisschen mehr Soße hat. So, ein Teelöffelchen. Hat das gereicht. Jetzt noch ein bisschen Kräuter dazu. Ich habe hier so einen Mix. Frühlingszwiebel, Petersilie, Dill. Perfekt. Sahneweißkohl. Mit Pfeffer anwürzen und kann man schon einen Tisch servieren, weil Kartoffel ist auch schon fertig. So, Herd aus. Fertig! So, meine Lieben, jetzt können wir auch servieren. Und dazu leckere Sahnekohl. Genau richtig für 2 Portionen. Fertig! Schaut. Sieht doch lecker aus. Jetzt mache ich eine auseinander. Köstlich. Alles ist gar. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Danach einen sehr guten Appetit. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!